wie es Bochum hat, Herbert Grönemeyer, oder wie es New York hat, ja, Frank Sinatra. Sowas wollen wir auch auf Malerverhältnis, die haben Wettbewerb ausgeschrieben, hey, schreibt uns ein neues Stadtlied. Da sind relativ viele Beiträge gekommen, die standen dann zur Abstimmung, da konnte man hier Karten einwerfen in einem großen Elektronikfachgeschäft in der Nähe und man konnte im Internet abstimmen. Dann gab es einen relativ eindeutigen Sieger. Und als der Sieger feststand, dann gab es einige, die gesagt, das erinnert mich an einen Titel von den Prinzen, der hieß Alles nur geklaut. Ich habe mir das auch angehört, viele von euch haben es überhaupt noch nicht gehört. Also nach allen Protesten oder Zweifeln, die es gab, finde ich es toll, dass die Band sich jetzt einfach mal live vorstellt, dass man mal hören kann, was da entstanden ist zum Stadtjubiläum. Da sind tolle Lyrics bei, da sind richtig lustige, ironische, kritische Textzeilen dabei, allein deshalb lohnt sich der Song schon. Die beiden nachfolgenden Zweit- und Drittplatzierten haben dann gesagt, nee, wir wollen nicht mehr, das finde ich sauschade, das finde ich sauschade für euch, damit ihr es nicht mehr hören kann. Ich finde es auch sauschade für jede Band, die sich die Chance entgehen lässt, vor diesem großartigen, geilen Publikum aufzutreten. Jetzt habe ich hoffentlich genug geredet, um einen eleganten Übergang geschaffen zu haben. Nein, ich muss weiterreden. Sogar der Bürgermeister ist jetzt Backstage. Das nenne ich mal ein Groupie. Willst du ihn wieder auf die Bühne holen oder sowas? Ja, den sieht doch keiner. Müsste die Kamera mal den völlig entfesselten Bürgermeister der Stadt mal da in den so finden. Okay. Also, ich gehe jetzt von der Bühne und ihr könnt gleich alles geben, weil das wird live mitgeschnitten. Davon gibt es nachher eine CD. Für jüngere Menschen hat man früher Musik gehört. Weißt du, was du so jetzt auf dem USB abkommen lassen mal. Also, wo man noch Geräte für braucht, die mit Knöpfen bestückt sind, die sogar ich bedienen kann. Es kommt jetzt für euch. Also, nein, nicht die Showgarde, sondern, Achtung, Gewinner des Song Contest zum Geburtstag der Stadt Mahl wurde auch schon genannt die neue Nazio Mahl-Hymne. Hier für euch. Wenn der Mann endlich mal seine Kabel abgerollt hat, Leute, ey, so geht das nicht. Ich meine, klar, der Blues oder sowas, da bist du schon mal ein bisschen so Delay und was, aber jetzt findet er den Stecker nicht. Ist der immer so? Der ist immer so. Er hat die Ruhe weg. Das ist deine Crowd, die sind teilweise aus Castrop-Rauxel hier angereist. Aus Siegen, aus Polsum, aus Lenkersickenmühle, von überall her. Dann ich gehe noch mal kurz ab, ich halte das nie aus. Die Spannung steigt, ich freue mich so. Es gibt ein gewisses Alter, da sollte man ohne sein Zivildienstleistung nicht mehr auf die Bühne gehen.